Freut mich, dass du zu einem weiteren Final Fantasy VII Rebirth Guide mit am Start bist. Heute kümmern wir uns innerhalb der Kampfsimulation bei Chatley um die Herausforderung bzw. das Legendenmatch Barret versus die übernatürlichen Angeber. Das ist eine gewisse Herausforderung, definitiv, vor allem die letzten beiden Kämpfe. Aber hier mit dem Guide wirst du sehen, dass dir das ganz leicht gelingen kann. Ich zeige dir natürlich wieder, welche Ausrüstung und Materia du dafür einsetzen musst und wie du innerhalb der einzelnen Runden vorgehen musst, um das Ganze easy zu bestehen. Wie gewohnt schauen wir uns natürlich erstmal wieder die Ausrüstung und das Materia an. Und bei Barret ist es nun wichtig, dass du zu Beginn hier das Gatling-Gewehr dabei hast, dass du den Setra-Armschutz einsetzt, um die entsprechende Anzahl an Slots fürs Materia und auch natürlich eine gewisse Abwehr zu erhalten. Und wir setzen hier den Zornesring ein, denn der versetzt uns zusätzlich direkt in den Zustand Tobsucht. Im Bereich Materia nimmst du dann hier Glut und Frost in Verbindung mit dem Schnellzauber mit. So können wir das Ganze vor allem in den Kämpfen 4 und 5 sehr, sehr schnell wirken und das bringt uns einen gewissen Vorteil, wirst du gleich sehen. Außerdem Glut in Verbindung mit MP-Einsparung, um einfach nicht ganz so viel MP zu verlieren, wenn wir das Ganze wirken. Außerdem Zerstörung, das bringt uns nämlich den Bann und den werden wir vor allem im Kampf Nummer 5 brauchen. Das ist super wichtig, dass du das mitnimmst. Dann TP-Boost, um uns einfach nochmal ein bisschen zu pushen. Als Esper nimmst du hier den Phönix mit und hier unten gehen wir dann weiter, setzen hier auch den ATB-Boost ein. Das ist sehr wichtig, gerade für den Anfang der einzelnen Runden. Außerdem natürlich auch den Erstschlag direkt hier gleich noch mit. Da können wir uns nämlich dann direkt zu Beginn der einzelnen Runden mit 2 ATB-Leisten füllen. Effizientes Blocken, das lädt uns nochmal die ATB-Leisten auf, sofern wir blocken können. Wir werden das auch nutzen, vor allem im Kampf 4 und 5. Dann den MP-Boost, das ist auch super wichtig. MP-Absorption in Verbindung mit Frost, das wirst du sehen, wird uns gerade im Kampf 3 und 5 einen gewissen Vorteil bringen. Und TP-Absorption in Verbindung mit Glut, damit wir da einfach nochmal ein bisschen was an Heilung zurückerhalten. Im Bereich der Fertigkeiten nimmst du hier Feuerstoß Plus mit, magische Attacke Plus 20, ATB Ladebonus und den Feuerschutz. In Runde 1 stehen uns 6 Banditen gegenüber und hier holen wir uns natürlich erstmal 2 volle ATB-Leisten über den ATB-Boost, sodass wir anschließend über die Magie dann Feuer wirken können und das wirkst du am besten gegenüber einem der Banditen, der relativ in der Mitte steht, sodass der Flächeneffekt natürlich noch so viel wie möglich vom Rest mitnimmt. Das, was übrig bleibt an den Banditen, das bearbeitest du dann ganz normal mit dem normalen Angriff per Viereck und dem Feuerstoß per Dreieck. Und wenn du dann bei normalen Angriffen in der Animation vom Nachladen bist, dann kannst du währenddessen auch kurz Dreieck drücken. So wird nämlich auch immer noch mal viel schneller der Feuerstoß nachgeladen. Als Fertigkeit kannst du dir dann das Extra-Magazin zum Beispiel auch holen. Das ist nämlich sehr gut dafür, um die Gegner in den Schockzustand zu bringen. Das wirst du auch sehen, in den folgenden Runden werden wir das immer wieder natürlich auch auswählen, damit wir da schneller in den Schockzustand vom Gegner kommen. In Runde 2 haben wir den modifizierten Auslöscher und hier holen wir uns jetzt erstmal nichts rund um die Magie, nachdem wir den ATB-Boost ausgelöst haben, sondern wir gehen hier erstmal hin und holen uns den stählernen Wille. Das schützt uns nochmal ein bisschen und außerdem aktivieren wir hier auch direkt das Extra-Magazin. Nun gibt es erstmal ein paar ganz normale Angriffe gegenüber dem modifizierten Auslöscher. Du siehst, der Feuerstoß wird hier immer mal wieder aktiviert. Jetzt haben wir wieder direkt 2 volle ATB-Leisten, können hier auch mal Feuer draufschmettern, sodass er natürlich dann noch schneller in den Schockzustand überführt wird. Und auch hier immer wieder, wenn der Feuerstoß ausgelöst wurde und du ganz normal diese normalen Angriffe hast, während der Animation im Nachladen immer mal wieder Dreieck drücken, so wird der Feuerstoß nochmal schneller aufgeladen. Auch hier wieder Feuer wirken und danach kannst du zum Beispiel dann hier die Befreiung des Geistes auch auslösen. Das kostet dich eine ATB-Leiste. Das hat aber den gleichen Effekt, wie wenn du zum Beispiel über das Zeitmateria Hast auswirken würdest. Das bringt einfach nochmal deine ATB-Leisten hier unten rechts schneller zum Laden. Das Ganze kannst du aber nur einmal in einem Kampf verwenden, aber dafür musst du halt einfach kein zusätzliches Materia über die Zeit einsetzen. Das ist ein mega Vorteil an der Stelle. Ansonsten natürlich hier versuchen, den Angriffen, soweit es geht, auszuweichen. Aber ich muss sagen, jetzt hier, der modifizierte Auslöscher ist an sich kein schwerer Gegner. Immer mal wieder
wieder auch mit Feuer natürlich draufgehen, sodass er einfach noch schneller geschockt wird und danach einfach alles auf ihn geben. Du kannst hier zum Beispiel auch mal den Schockschuss auf den Gegner platzieren, das bringt natürlich auch immer noch mal was. Und ansonsten auch immer mal im Auge behalten, was deine Limitleiste unten rechts macht, denn wenn die geladen ist, dann solltest du da natürlich auch diesen Granatenschuss direkt auf den Gegner platzieren, sobald das möglich ist. Hier auch einfach immer wieder mal mit den geladenen ATB-Leisten schauen, was du da auf den Gegner schießen kannst. Jetzt in dem Fall hat er hier das Notfallverteidigungssystem aktiviert. Das bedeutet, die Selbstzerstörung läuft und du hast diese Runde überstanden. Im Kampf Nummer 3 haben wir den Gigantbomber gegenüber und der ist natürlich anfällig vor allem für Eisgar. Und wenn wir dann nach dem ATB-Boost hier beide ATB-Leisten am Anfang vom Kampf haben, dann können wir das direkt auch schon mal wirken. Das ging jetzt hier in dem Fall leider etwas daneben, deshalb suchen wir jetzt gleich ein bisschen den Abstand und laden über die normalen Angriffe und den Feuerschuss auch hier erstmal wieder unsere ATB-Leisten, um dann erneut Eisgar zu wirken. Das Gute ist bei Eisgar, dass wir hier natürlich auch immer wieder etwas von den MP zurückerhalten. So müssen wir da einfach nicht schauen, dass wir da irgendwie sparsam mit umgehen und können da auch wirklich so schnell wie möglich hier den Gigantbomber in den Schockzustand überführen. Ist er einmal im Schockzustand, auch hier natürlich wieder alles geben, was möglich ist. Hier kannst du dann natürlich auch wieder hingehen, kannst die Befreiung des Geistes aktivieren. So werden die ATB-Leisten nochmal viel schneller geladen und du kannst dann halt öfter mal wieder irgendwas aus der Magie einsetzen oder aber aus den Fertigkeiten von Barrett. Damit wirst du auch hier den Gigantbomber relativ schnell erledigt haben. Auf diese Attacke hier musst du ein bisschen aufpassen. Das kann relativ viel Schaden bei dir anrichten. Aber ansonsten ist das wirklich ein Gegner, der relativ easy zu machen ist. Wenn er manchmal diese physischen Attacken dir gegenüber platziert, ist es besser natürlich aus dem Weg zu springen. Und pass vor allem auf, dass du hier nicht irgendwie in diesen Feuerbereich von ihm gelangst. Sonst erhältst du nämlich dann Dauerschaden. Und deshalb immer einen gewissen Sicherheitsabstand gegen ihn über einfach einnehmen und dann sollte das eigentlich ganz easy klappen. Mach dir da auch nicht zu viele Gedanken, falls du da jetzt mal irgendwie vom TP relativ weit nach unten kommst, du wirst ja 50% zurückerhalten, wenn du in die nächste Runde gehst. Ansonsten natürlich hier auch gerne mal schauen, dass du dann das Limit einsetzt. Das habe ich jetzt hier völlig ignoriert, bin jetzt hier zum Beispiel mit Feuer draufgegangen. Das ist allerdings Quatsch, denn über Feuer heilst du ihn eher. Also hier siehst du jetzt, ich habe es sogar ein zweites Mal nochmal gemacht, also es ist absoluter Blödsinn. Sobald die Limitleiste da unten aktiviert ist, solltest du das machen. Und ich habe hier einfach nur probiert, ich hatte vorher noch ein anderes Setup gehabt, da habe ich mit Feuer mir nämlich TP zurückgeholt, aber diesen Build, den hatte ich verworfen, weil er nicht so effektiv war und hatte hier einfach nur ein bisschen was ausprobiert. Im Kampf Nummer 4 haben wir ja diese Moosschildkröte als Gegner und hier holen wir uns direkt erstmal einen ATB-Boost und danach gehen wir mit Feuer auf den Gegner. Vor diesen roten Blutkugeln musst du immer ein bisschen aufpassen und auch vor diesen, ja, vor diesen Energieteilen hier. Da kannst du das Ganze natürlich mit R1, wenn du richtig timest, da auch ein bisschen das Ganze blocken und dann werden diese Angriffe wirkungslos. Das ist natürlich ein mega Vorteil dann für dich. Hier das Ganze am besten nochmal. Das hat jetzt nicht ganz geklappt und du musst einfach versuchen, ihn so schnell wie möglich mit geladenen ATB-Leisten und Feuer in den Schockzustand zu überführen. Denn er ist wirklich ein sehr, sehr starker Gegner, aber wenn du einmal so wirklich drin bist und ihn das erste Mal so richtig geschockt hast, dann sollte das eigentlich kein Problem sein und du solltest da auch relativ easy den Gegner hier legen können. Du siehst immer wieder draufgehen, immer wieder hier Feuer wirken und auch wenn wir jetzt hier nicht so viele MP wieder zurückerhalten, ist es nicht ganz so schlimm. Für die nächste Runde erhalten wir ja sowieso nochmal 30% wieder gut geschrieben. Du musst auch aufpassen, als Fertigkeit hat Barrett beispielsweise auch die Blutbazooka. Das ist im Prinzip ein sehr starker Angriff, vor allem wenn die Gegner auch im Schockzustand sind. Das Problem ist nur, dass du dadurch eine ganze Menge an TP verlierst und das würde ich an deiner Stelle nicht opfern. Geh lieber hin, ja, versuch hier diese Angriffe zu blocken, versuch hier immer natürlich so viel wie möglich an Feuer auf ihn drauf zu schmettern. Hier versuchen wir das Ganze wieder wirkungslos zu machen. Das ist uns gelungen, indem wir im richtigen Moment R1 gedrückt haben. Und ansonsten, du kannst auch mal hier mit Eisgar zum Beispiel auf ihn drauf gehen. Das macht zumindest ein bisschen Schaden.
Aber viel wichtiger ist wirklich, dass wir so ein paar Angriffe von ihm einfach auch ja dodgen können, dass wir das beziehungsweise blocken können, sodass wir da keinen Schaden erhalten. Denn das ist wirklich super wichtig und dann natürlich immer wieder schauen, dass die ATB-Leisten richtig geladen sind und dann sollte das an für sich kein Problem sein, dass du ihn da relativ schnell auch das zweite Mal in den Schockzustand bringst. Manchmal bringt er hier auch diesen rammenden Angriff. Da wäre es natürlich auch ganz gut, wenn du das vom Timing her blocken kannst, denn mit dem Ausweichen beim Barrett ist es nicht immer ganz so easy, da brauchst du schon einen gewissen Abstand. Ja, und ansonsten einfach, wie gesagt, immer drauf gehen. Falls bei dir die MP mal nicht mehr reichen, dann geh auch einfach hin und wirk einfach feurer. Das ist besser, als wenn du da wirklich gar nichts machst und du siehst, relativ easy hast du ihn dann irgendwann auch im Schockzustand. Das zweite Mal, jetzt haben wir hier Limit, können jetzt hier diesen Granatenschuss auf ihn platzieren und du siehst, er hat jetzt wirklich nicht mehr viel, was ihn noch am Leben hält. Und jetzt kannst du natürlich nochmal mit so ein paar Sachen reingehen, wie zum Beispiel den Schockschuss oder so, je nachdem, wie du natürlich auch die ATB-Leisten da wieder geladen hast. Aber das sollte in dem Fall alles reichen, damit du hier auch diesen Gegner relativ gut legst. Im Kampf Nummer 5 hast du den Höllenreiter VR2. Und hier ist es jetzt wichtig, direkt am Anfang erstmal den ATB-Boost abholen, dann ausweichen, denn er bringt hier diese elektromagnetische Kanone und danach gehst du unten über Bann, das ist ja über das Materia-Zerstörung, haben wir das mit, und setzt den Bann bei ihm ein. Dadurch ist es nämlich jetzt so, dass er nicht mehr das, was du mit Magie ihm gegenüber wirken kannst, dass das bei dir landet und dich eigentlich instant killen kann. Also Bann als erstes, danach natürlich am besten die zwei ATB-Leisten so schnell wie möglich wieder laden und dann einfach Eisgar auf ihn wirken, denn dafür ist er anfällig und versuchen, ihn so schnell wie möglich in den Schockzustand zu überführen. Wenn du das hier einmal geschafft hast, direkt am Anfang, dann ist das schon die halbe Miete. Und du musst jetzt nur aufpassen, sobald du aus dem Schockzustand herauskommst, brauchst du eine ATB-Leiste, denn jetzt hat er automatisch auch wieder diesen Gravitationsritt und das bringt ihm zusätzlich wieder hier diesen Schutz vor den Attacken, vor deinen Attacken. Außerdem siehst du auch, hier müssen wir natürlich schauen, dass wir immer mal wieder die ein oder andere Attacke oder Aktion, wo er uns physischen Schaden beifügen kann, dass wir diese blocken. Das bringt uns natürlich dann gewisse Vorteile. Hier hat es jetzt nicht ganz geklappt, aber du musst einfach versuchen, ihn wieder und erneut so schnell wie möglich in den Schockzustand zu überführen. Auch hier haben wir nochmal einen Angriff geblockt. Hier war es nicht ganz möglich. Da hatte ich noch gedacht, das klappt vielleicht. Und ansonsten einfach versuchen, immer wieder mit Eisgar natürlich reinzugehen. Wir haben jetzt hier unten auch eine geladene Limit-Leiste. Das ist natürlich auch sehr gut. Bedeutet, auch da können wir natürlich jetzt unseren Special-Move wieder gegenüber dem Gegner platzieren. Wir müssen nur aufpassen, dass wir auch hier natürlich immer wieder eine ATB-Leiste nach dem Schockzustand übrig haben, sodass wir erneut Bann beim Gegner wirken können. So dass er hier einfach diesen Special Move, diesen Gravitationsritt, wodurch er uns den Schaden zufügen könnte, dass wir den sozusagen direkt wieder aufheben. Danach auch wieder Eisgar wirken, falls du nicht mehr genug MP hast und das nicht mehr für Eisgar reicht, dann reicht auch erstmal Eisra. So musst du auf jeden Fall das Ganze angehen. Hier konnte ich jetzt leider diesen Angriff nicht blocken, das wäre wichtig gewesen, aber du wirst sehen, es reicht trotz allem noch gerade so von den TP aus, um hier gegen den Gegner zu bestehen. Wir haben das dritte Mal den Schockzustand herbeigeführt, landen jetzt einfach hier nochmal ein paar Attacken beim Gegner und haben dann auch dieses Match gewinnen können. Ich hoffe, das Ganze hat dir jetzt weitergeholfen und wenn du weitere nützliche Tipps rund um Final Fantasy VII Rebirth suchst und rund um die Kampfsimulation, dann folgt doch gerne hier dem Video. In diesem Sinne, hau rein und mach's gut!